Guten Abend bei mir im Zentrum mit einem leicht adaptierten Studiodesign. Unser Thema: zwischen Neutralität und NATO. Wie schützen wir uns vor Putin? Der Kriegsherr bleibt, wenig überraschend, die nächsten Jahre weiter an der Macht. Finnland und Schweden fühlen sich nur unter dem NATO-Schirm sicher. Schweden ist nach 205 Jahren Bündnisfreiheit diese Woche beigetreten. Immer mehr Länder fürchten um ihre Sicherheit wegen Putin, Polen, Litauen, Estland, Lettland, Moldawien und so weiter. Und Österreich? Unser liebstes Kleidungsstück ist die Tarnkappe, die hierzulande Neutralität heißt. Das sagte kurz nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die ehemalige Außenministerin Ursula Plasnik. Und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel sagte im Magazin Pragmaticus dieser Tage deutlich, die Neutralität bietet keinen Schutz. Zwei Kanzler, zwei Außenminister, zwei Sicherheitswelten. Außenminister Schallenberg und der amtierende Bundeskanzler Nehammer sehen die Neutralität als sicheren Schutzwall. Sie gehört zweifellos zu Österreichs Identität. Aber reicht das? Außenminister Leopold Figl bei der Unterzeichnung des Staatsvertrages im Mai 1955. Österreich ist frei! Viele verbinden mit diesem historischen Moment Österreichs Neutralität. Aber sie beruht gar nicht auf dem Staatsvertrag. Unsere immerwährende Neutralität wurde am 26. Oktober 1955 vom Nationalrat aus freien Stücken beschlossen. Ein Grundpfeiler der österreichischen Identität. Ich bin der Letzte, der sich einer Diskussion verweigert. Ich füge aber hinzu, ich gehöre einer Generation an, die mit der Neutralität aufgewachsen ist. Und wir sind über viele Jahrzehnte sehr gut damit gefahren. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist die Neutralitätsdebatte wieder aufgeflammt. Österreich war neutral, Österreich ist neutral und Österreich bleibt neutral. Und die Neutralität leistet uns gute Dienste und damit ist für mich die Diskussion beendet. Klar ist, dass Österreich auch als neutrales Land humanitäre Hilfe an die Ukraine leisten darf. Wir sind militärisch neutral. Das steht in der Bundesverfassung, also, im BVG. Aber wir waren nie werteneutral. Aus Sicht der Freiheitlichen lasse sich die Regierung zu viel von der EU und NATO diktieren. Sie haben die Neutralität und die Souveränität Österreichs zertrümmert und verraten. Für mich und für uns als Bundesregierung ist eines ganz klar, nämlich die militärische Neutralität. Und das heißt eben, keinem Militärbündnis auf absehbare Zeit beizutreten. Ganz klar. Das weltweit größte Militärbündnis ist die NATO. Sie wurde 1949 von 12 Staaten gegründet, darunter auch die USA und Kanada. Die NATO wurde stetig erweitert. Zuletzt sind im Jahr 2023 Finnland und 2024 Schweden beigetreten. Kann die Neutralität Österreich ausreichend schützen? Oder werden wir doch einmal auf dem Parkett der NATO mittanzen? Wie sicher ist Österreich wirklich? Ich freue mich auf meine Gäste. Susanne Fürst, die Klubobmann, Stellvertreterin und Sprecherin Außen- und Neutralitätspolitik FPÖ, sagt, nichts schützt uns besser als die immerwährende Neutralität Österreichs, sofern man sie nicht zu leerem Papier verkommen lässt. Douglas Hoyos, der Generalsekretär und Verteidigungssprecher NEOS, hingegen meint, Freiheit und Frieden sind nicht umsonst. Wer sie erhalten will, muss bereit sein, sie zu verteidigen. Österreichs Neutralität allein schützt uns nicht. Und wir schalten am Anfang der Sendung einmal nach Stockholm zum ehemaligen schwedischen Botschafter in Deutschland, Mats Hellström. Er sagt, der NATO-Beitritt war für Schweden überlebenswichtig. Marco Iorio, der Historiker, Autor und Schweizer Neutralitätsexperte, analysiert, die Neutralität eines Kleinstaates hat Zukunft, wenn sie bewaffnet und sicherheitspolitisch mit den Nachbarn abgestimmt ist. Und Ralf Janik, der Völkerrechtsexperte, Sigmund Freud, Privatuniversität Wien, warnt, Neutralität kann nicht als Ausrede für Passivität dienen. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen guten Abend. Frau Fürst, schützt uns die Neutralität vor Putin?
Die Neutralität schützt uns sehr wohl, wenn man sie auch wirklich lebt und wenn sie eben nicht nur auf dem Papier besteht, so wie das jetzt der Fall ist. Denn unsere Bundesregierung, Bundeskanzler Nehammer, Herr Außenminister, können diese Neutralität nicht ausfüllen. Denn dazu braucht man Mut und Persönlichkeit. Die Neutralität, das ist auch nicht nur eine Tarnkappe, wie jetzt hier vorgekommen ist. Das hat auch nichts zu tun mit nur Tu Felix Austria und mit einer Folklore und Naivität und mit Mozartkugeln, sondern die Neutralität ist eine ernsthafte Sicherheitsstrategie. Es ist auch unser verfassungsrechtlicher Auftrag, es ist ein außenpolitisches Instrumentarium, es ist auch für uns eine völkerrechtliche Verpflichtung im Staatsvertrag und daher auch eine Handlungsmaxime für die Bundesregierung und für uns alle. Und für uns ist es das Kriterium, die Richtschnur, wie wir außenpolitische Instrumente beurteilen. So legen wir das an bei den Sanktionen, bei den Waffenlieferungen und was hier noch alles kommt in diesem Konflikt. Man muss die österreichische Bevölkerung schützen, man muss sie heraushalten aus Krisen und Kriegen und vor allen negativen Auswirkungen, soweit das möglich ist. Mats Hellström in Stockholm, schönen guten Abend. Sie hatten Ministerämter inne, dann waren Sie Botschafter Schwedens in Deutschland und auch Gouverneur von Stockholm. Schweden hat die Frage, wie sich vor Putin schützen kann, für sich beantwortet, nämlich mit dem Beitritt zur NATO. In dieser Woche wurde die schwedische Flagge beim NATO-Hauptquartier gehisst in Anwesenheit von Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson und Kronprinzessin Victoria. In der Mitte sehen wir den NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Sie sagen, die NATO ist überlebensnotwendig für Schweden. Warum? Weil Russland hat ja mit diesem Angriff auf Ukraine die ganze europäische Sicherheitsordnung zerstört. Und wir haben mit dieser Sicherheitsordnung gelebt und nun ist es zerstört. Das bedeutet natürlich, dass wir alle leben in einer viel gefährlicheren Welt. Und wir müssen besonders, wir in Nordeuropa, über Putins mögliche neue Krisen, also Krisen, die er schaffen kann, beurteilen und sehen, was können wir dann machen. Und dann ist es ja auch so, dass wenn Schweden das einzige Land in Nordeuropa, das nicht NATO zugehörte überhaupt, dann wären wir natürlich in einer gefährlicher Situation, in einer gefährlicher Lage als heute, als wir dann NATO beitreten haben. Und mit dem NATO-Beitritt wird Schweden stärker und Nordeuropa wird stärker überhaupt. Und das bedeutet auch, dass Russland nicht so gefährlich wird wie sonst. Das ist für uns eine, denke ich, Überlebensfrage, weil man muss verstehen, dass Putin hat das Zweck, ob er über Ukraine etwas siegen könnte, überhaupt. Also ich hoffe, ich kann das nicht, aber doch. Dann wird es natürlich gefährlicher, besonders für die baltischen Staaten. Und dann liegt ja in Schweden das Insel Gotland direkt. Lettland und Litauen gegenüber. Und wenn wir nicht in NATO wären, dann ist es natürlich möglich für Russland, das zu benutzen. Und deswegen ist es sehr wichtig für uns, das Insel Gotland verteidigen zu können. Das können wir mit NATO viel besser machen. Und wir können auch dann die baltischen Staaten helfen, weil es viel schwieriger für Russland, einen Angriff über die baltischen Staaten zu schaffen, ob man das über Schweden teilnehmen muss. Ja. Jetzt droht, Herr Botschafter, jetzt droht ja Putin aktuell den Schweden und Finnland wegen des NATO-Beitritts. Habt Ihr Land jetzt weniger Angst vor einem Überfall Russlands? Ja,
Also, wie ich gesagt habe, wenn wir nicht in NATO wären, dann ist die Lage sehr gefährlich für Schweden. Mit russischen Überlegungen, die wir nicht kennen. So für Schweden ist es natürlich viel wichtiger, NATO beizutreten und deswegen auch die nordeuropäische Lage schützen zu können. Schweden wird wichtig in NATO für Nordeuropa. Und das wird natürlich die Lage Russlands schwächer sein und uns stärker sein. Okay, ich danke Ihnen, Herr Botschafter. Wir grüßen Sie aus Wien nach Stockholm. Vielen Dank, dass Sie uns am Anfang zu einem kurzen Interview zur Verfügung standen. Vielen Dank, liebe Grüße nach Stockholm. Hier sehen Sie die von Mats Hellström angesprochene Insel Gotland. Sie hat rund 60.000 Einwohner. Die geopolitisch und strategisch wichtige Insel wird auch unsinkbarer Flugzeugträger mitten in der Ostsee genannt. Seit den Zeiten der Wikinger gelte die Regel, dass die Ostsee beherrsche, wer Gotland beherrscht. Von hier aus kann Schweden im Ernstfall einen Angriff von Wladimir Putin abhalten. Herr Heuers, soll Österreich dem Beispiel Schwedens folgen? Ja, ich glaube, die Frage ist, wie werden wir sicher? Was können wir tun, damit Österreich langfristig gemeinsam mit Europa sicher ist? Und wir sehen gerade jetzt, wie eben Wladimir Putin versucht, Europa und unsere europäischen Werte, die Werte der liberalen Demokratie, Schritt für Schritt anzugreifen. Das tut er schon seit Jahren. Es ist ja nicht erst der Ukraine-Konflikt, auch davor gab es immer wieder Angriffe, meistens hybride Bedrohungen, die hier eine Rolle spielen. Und die Frage ist, wie können wir uns hier weiterentwickeln? Aus meiner Sicht ist es relativ klar, wir brauchen mehr europäische Zusammenarbeit und müssen Europa stärken, gerade in den sicherheitspolitischen Fragen. Da ist zu wenig in den letzten Jahren weitergegangen. Ist aber sehr, sehr viel möglich. Ich glaube, wir sollten uns nicht zurücklehnen und sagen, naja, das ist eine Worthülse, die Neutralität, aber es wird schon irgendwie wieder von der Bundesregierung befüllt werden. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Das ist ein viel, viel größeres Thema. Das größte Gut, was die Bevölkerung erwarten kann vom Staat, ist Sicherheit. Und dafür braucht es mehr, als wir momentan machen. Und ich glaube auch, dass wir als kleines Land aufgrund der geopolitischen Situation das auch gar nicht alleine aufmachen können, weil wir einfach die finanziellen Mittel gar nicht haben. Die Konfliktbilder sind mittlerweile multikausal geworden. Wir sehen das jedes Jahr in der Sicherheitsanalyse, die das BMLV, also das Bundesministerium für Landesverteidigung, uns aufzeigt, wie sich die Risiken erweitern. Sie werden immer relevanter, also sie steigen immer in der Wahrscheinlichkeit stärker, dass sie eintreten. Und natürlich müssen wir darauf vorbereitet sein und das wird nur europäisch gemeinsam funktionieren. Herr Jorio, Sie sind Neutralitätsexperte aus der Schweiz. Wir haben ja eigentlich eine sehr junge Neutralitätsgeschichte. Schweden, wie ich schon gesagt habe, 205 Jahre. Sie haben vergangenes Jahr das Buch herausgegeben, Die Schweiz und ihre Neutralität, eine 400-jährige Geschichte. Schützt die Neutralität vor Putin? Was sagen Sie als Schweizer? Also die Neutralität allein schützt überhaupt nicht. Die Neutralität, die muss dann unterfüttert werden durch eine starke Landesverteidigung. Das ist das Mindeste. Und zwar also nicht eine Proforma-Landesverteidigung. Und hier haben wir ein Problem im Zentrum Europas. Denn sowohl Österreich wie die Schweiz machen zu wenig. Und ich glaube eben nicht, dass man sich nur auf die NATO verlassen kann, sondern als Erstes müssen diese neutralen Länder ihre Hausaufgaben, ihre militärischen Hausaufgaben selber machen. Selbstverständlich gibt es viele Bedrohungen, die ein kleines, neutrales Land nicht mehr allein bewältigen kann und zu diesem Zweck quasi wie eine zweite Ebene braucht es Zusammenarbeit, ohne dass es deswegen schon zu einem Beitritt zur NATO kommt. Herr Janik, es waren über 90 Expertinnen und Experten, die eben eine wirklich offene Diskussion verlangen, schon seit langem, was immer schwieriger wird. Ich möchte auch jetzt an dieser Stelle dazu sagen, dass wir natürlich auch von der ÖVP, wir haben die Staatssekretärin, die Europaministerin Caroline Edtstadler eingeladen. Sie konnte eben nicht kommen, beziehungsweise heißt es immer, schade, wir diskutieren nicht. Sie haben eben auch einen dieser Briefe unterschrieben. Neutralität, ist die obsolet aus Ihrer Sicht oder nicht?
Sie ist nicht obsolet, was man allein anhand der Zustimmungsraten von über 70% und das seit Jahren schon sieht. Das heißt, innenpolitisch ist sie alles andere als obsolet. Sie ist aber natürlich eine stark veränderte Neutralität. Da möchte ich auch kurz anschließen. Ich wollte Frau Fürst vorher natürlich nicht unterbrechen, erst recht nicht bei der ersten Wortmeldung. Aber sie ist ja eben nicht im Staatsvertrag. Das heißt, wir haben uns völkerrechtlich einseitig verpflichtet, neutral zu sein. Das kann man aber auch einseitig wieder zurücknehmen mit einer entsprechenden Vorlaufzeit. Aber es ist nicht so, dass sie vertraglich irgendwo in einem völkerrechtlichen Abkommen niedergelegt oder festgesetzt, festgeschrieben wäre. Wir haben sie, wie Sie auch im Beitrag gesagt haben, aus freien Stücken erklärt, als souveräner Staat. Und was man als freien Stücken einmal erklärt, muss nicht für immer sein. Das heißt aber nicht, dass man daraus politisch ableiten muss, dass sie eben nicht für immer sein soll. Es ist nur so, dass sie nicht verbindlich für immer ist. Man muss sich für gar nichts im Leben für immer verpflichten, weder bei einer Heirat noch, also dem Anspruch nach ja, aber wir wissen anhand der Scheidungsraten, dass das auch nicht immer für immer hält oder eben immer während, wie bei der Neutralität. Ob man diese aufkündigen soll, ist halt eine außenpolitische und innenpolitische Frage. Da sieht man das und das finde ich sehr interessant. Es gibt ja eine Umfrage parallel der Schweiz und in Österreich, dass es diesen Ukraine-Effekt hier nicht gegeben hat, den wir eben in Finnland und in Schweden beobachten konnten. Dass diese Länder auch aufgrund ihrer geografischen Lage, Finnland eine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland plus eine Kriegserfahrung mit Russland, eine unmittelbare, wo man die sicherheitspolitische Lage gänzlich anders bewertet. Diesen Effekt hat es in Österreich und der Schweiz nicht gegeben. Also die Zustimmung zur Neutralität ist nach wie vor ungebrochen. Sie ist, wie man auch gerne sagt, identitätsstiftend. Aber die Gefahr, die sich dann ergibt, ist, dass man sie halt innenpolitisch zweckentfremdet und immer sagt, wir müssen unsere Hausaufgaben nicht machen, weil wir sind eh neutral. Und wir sind da, der Peter Hilpold hat das genannt, ein bisschen die Made im NATO-Speck, plus dann noch ein bisschen garniert mit der Schweiz und ganz ein kleines Stück dann auch noch Liechtenstein. Und das reicht einfach nicht. Und da sind wir uns, glaube ich, wage ich zu behaupten, alle vier einig, fünf inklusive dem ehemaligen schwedischen Botschafter in Deutschland, man muss mehr tun. Die Frage ist, was tun? Aber mehr tun, weil wir haben uns auch völkerrechtlich verpflichtet zu einer bewaffneten Neutralität. Das heißt, wir können nicht sagen, ja bitte, da Open House marschiert es durch, wir lassen euch durch, lasst uns in Ruhe. Neutralität heißt, bewaffnete Neutralität heißt, wir müssen entsprechend verteidigungsfähig sein. Und da stellt sich die große Frage, wie neutralitätsfähig sind wir und wie fähig sind wir auch, uns selbst zu verteidigen? Oder lehnen wir uns zurück und sagen, naja, wir haben da eh noch die Slowakei und Tschechien und ganz viele Länder und die sollen kämpfen. Und du, glückliches Österreich, kannst dich zurücklehnen und sagen, wir sind ja eh Platz für Verhandlungen und wir haben ja so schöne Hotels und alle Diplomaten fühlen sich da so wohl und wir sind ja UNO-Sitz und als UNO-Sitz sind wir überhaupt sicher. Das ist das, was ich kritisiere und das ist das, was mir Sorgen macht, weil es nicht nur zurücklehnen ist, sondern phasenweise auch naiv. Aber da bin ich ja ganz bei Ihnen bei dieser Kritik. So flapsig haben wir die Neutralität auch nie verstanden. Sondern eben, wir haben uns völkerrechtlich dazu verpflichtet. Wir haben das BVG über die immerwährende Neutralität. Wir haben eine dauernde Neutralität. BVG, Bundesverfassungsgesetz. Das Bundesverfassungsgesetz, das heißt, wir haben es im Verfassungsgesetz. Das muss nicht immer gelten, aber man braucht eine Verfassungsmehrheit. Und die Bevölkerung steht hier hinter uns. Ja, aber und gerade unsere Partei war immer, dass man sich natürlich auf der Neutralität nicht ausruhen kann und auf diesem Verfassungstext, sondern dass sie wehrhaft sein muss und dass wir eine starke Verteidigung haben. Ich glaube, das ist zuletzt der Freiheitlichen Partei anzulasten, dass die Ausgaben für die Landesverteidigung so gering waren und dass man hier so schludrig war. Wir waren immer dafür für eine starke Verteidigung. Die Schweiz hat hier immer ein Vielfaches ausgegeben. Es hat ja auch immer geheißen, die Schweiz hat keine Armee, sondern ist eine Armee. Prozentuell gar nicht so viel mehr. Das muss man also sich hier zum Vorbild nehmen und dafür waren wir immer. Aber weil Sie jetzt auch gesagt haben, so ja, wir bieten ein bisschen Verhandlungen an, so ist das nicht. Ich meine, die Neutralität hat, dass wir Österreich ein neutraler Staat ist, hat dazu geführt, dass wir einer der vier Amtssitze sind der Vereinten Nationen, dass wir Sitz sind von der OSZE. Das hat ja alles einen Sinn, dass da hier eben die Länder herkommen und hier verhandeln können und hier keiner Vorbehalte hat. Und da muss ich aber die Neutralität auch leben. Und ich habe die Vorwirkungen in der Friedenszeit. Ich muss da keine Handlungen setzen, keine Verträge eingehen, die mir dann im Krisenfall als Parteiname ausgelegt werden. Und im Kriegsfall muss ich mich heraushalten und möglichst konstruktiv sein, um Krisen nicht noch auszudehnen, sondern der Vollständigkeit halber sei nur gesagt, dass die Freiheitlichen schon Ende der 90er Jahre für einen NATO-Beitritt waren und einen Antrag auch damals, einen dringlichen Antrag im Parlament gestellt haben. Der Vollständigkeit halber sei das gesagt. Und Addendum 2, Neutralitätsgesetz muss man immer gemeinsam lesen mit dem B-VG, dem Bundes-Verfassungsgesetz, Artikel 23, hat da nämlich auch eine eigene Klausel, dass wir natürlich auch Teil der Europäischen Union sind, im Gegensatz zur Schweiz. Das ist, wir sind
sind da so neutral und nicht neutral. Wir sind so ein Hybrid ein bisschen. Ja, wir wollen ein bisschen alles. Herr Heuers, Ihre Parteichefin, die Frau Mendel-Reisinger, sie fordert eine ehrliche Debatte über die Grenzen der Neutralität. Also konkret, was ist unehrlich? Wer ist unehrlich und wo sind die Grenzen der Neutralität? Das Erste ist die Frage, gibt es überhaupt eine Debatte? Und ganz ehrlich, die gibt es in Österreich nicht, außer hier in dieser Sendung. Aber über die letzten Monate, und Sie haben es vorher angesprochen, die 90 Unterzeichner, ich glaube, es sind mittlerweile über 120, die dann den zweiten Brief unterschrieben haben, von Expertinnen und Experten, die hier gefordert haben, dass es zu einer Debatte kommt. Es gab keine. Die Bundesregierung hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, wir brauchen keine Debatte, weil wir sind eh sicher oder was auch immer. Und das halte ich für den falschen Zugang. Wir haben damals die Expertinnen eingeladen ins Parlament. Es waren niemand ist dann gekommen von den zuständigen Sprechern der anderen Partei, auch die FPÖ leider nicht, um diese Debatte zu führen. Also ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir eine ehrliche Debatte führen wollen, dann müssen wir eine ehrliche Debatte in die Zukunft gerichtet führen. Was bedeutet Sicherheit heute und wie können wir die gewährleisten? Und Sie haben es angesprochen, selbst die Schweiz, die ist immer als Vorbild, was Neutralitätspolitik betrifft, selbst dort gibt es die Debatte, dass es eine Perspektive über die Grenzen hinaus braucht. Und das ist ja das Paradebeispiel eigentlich, wo jeder in Österreich sagen müsste, selbst wenn die Schweizer, die übrigens militärisch zwar ein ähnliches Budget gehabt haben, aber eine ganz andere Ausprägung gehabt haben. Aber in Summe mehr Geld, also ist prozentuell dann auch derselbe Prozentsatz, aber in Summe ist mehr Geld. Und sie haben eine ganz andere Einstellung immer dazu gehabt. Also der Wehrwille in der Schweiz ist vergleichsweise wesentlich höher als in Österreich und so weiter. Die Schweiz hat momentan, glaube ich, rund 150.000 Soldatinnen und Soldaten, Österreich 50.000. Also wir sind dann auf einem ganz anderen Niveau, was Sicherheitspolitik oder was unsere Kapazitäten betrifft. Und selbst dort wird darüber nachgedacht. Das heißt, das müsste man machen. Eine ehrliche Debatte heißt eine Debatte, wie können wir uns weiterentwickeln. Und das heißt für mich ganz klar, dass wir natürlich darüber reden müssen, was wir auf europäischer Ebene gemeinsam machen können. Weil beispielsweise... Sind Sie für einen NATO-Beitritt? Nein, ich glaube, wir brauchen eine Weiterentwicklung auf europäischer Ebene, eine gemeinsame Perspektive einer europäischen Armee. Das ist ein Politiker, der das offen sagt, dass er für einen NATO-Beitritt ist? Gibt es irgendeinen in Österreich? Ich frage mich das nämlich immer. Weil alle sind so... Das sind alle Fragen. Ich glaube, dass die Stärke von Österreich und von Europa darin liegen kann, unabhängig zu sein. Unabhängig auf verschiedenen Ebenen. Wir haben uns sicherheitspolitisch, Sie haben es selber gesagt, die Made, glaube ich, der USA. Ich zitiere den Peter Hilpoll, nicht, dass man wer plagiert. Wir haben uns sicherheitspolitisch über die letzten Jahrzehnte abhängig gemacht von den USA durch die Mitgliedschaften in der NATO und wir verlassen uns immer auf die USA. Wir haben uns energiepolitisch abhängig gemacht von Russland, was jetzt gerade passiert, nach wie vor weit über 90% Gas etc. etc. Und wir machen uns gerade, was die Handelswege betrifft, von China abhängig. Ich glaube an eine starke Europäische Union, die selbstständig ist, die eigenständig ist und die genau diese Kompetenzen bei sich hat, nämlich energiepolitisch autark ist, die sicherheitspolitisch autark ist und auch die wieder eine starke Industriepolitik hat. Wie situationselastisch würde ich jetzt so fragen, ist die Neutralität, Herr Joriot, weil Ihr Land eben immer wieder diskutiert und abwechselnd schreiben Sie aktiv, passiv, integrale Neutralität, differenzielle und kooperative Neutralität die Rede ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag hat vor einem Jahr geschrieben, dass die NATO-Geschichte ist wie ein Donut und die Schweiz ist das Loch in der Mitte. Da könnten wir uns jetzt auch gleich mit dazu nehmen, aber wie wird das in der Schweiz diskutiert? Also dieses Donut-Bild kam vom amerikanischen Botschafter. Ja, genau, der wurde zitiert, der amerikanische Botschafter. Also klar gehört Österreich da auch rein. Also so ein Loch ist es jetzt auch wieder nicht. Scott Miller heißt er, der das. Genau. Also wie gesagt, zu Österreich, ich verfolge das von der Schweiz aus, gibt es bei uns eine sehr heftige Diskussion. Und zwar, es gibt also verschiedene Strömungen. Es gibt einerseits etwa vier. Es gibt der Bundesrat, die Regierung mit dem Parlament, die stur auf der alten Linie fahren. Haager Konvention, zählt nur die Haager Konvention. Alles andere, was nachgekommen ist, UNO-Charta und so, ist nicht wichtig. Vertrag von 1907, nur für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, Haager kommt von 1907 aus der imperialistischen Zeit. Also ein sehr schwieriges Dokument. Nur die Schweiz hält sich daran, alle anderen haben das schon längst fallen gelassen. Und dann gibt es die Ultraorthodoxen, die SVP, das wären ihre Kollegen in der Schweiz, die wollen sogar zurück, die wollen sogar Handelsembargo verbieten. Und dann gibt es die Reformer, die eine neue Neutralität
angepasst ans 21. Jahrhundert. Dazu zähle ich mich. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die auch nicht so laut ist. Es getraut sich niemand so richtig zu sagen, aber man findet sie vor allem auch in Militärkreisen, die einen NATO-Beitritt befürworten. Und das ist jetzt die offene Diskussion. Die Regierung diskutiert auch nicht bei uns. Also das ist die österreichische Bundesregierung und der Bundesrat etwa genau gleich. Die fahren einfach ihre alte Strategie. Ja, wenn ich dazu sagen kann, ja, die Bundesregierung fährt die alte Strategie, aber nur sie sagt, wir sind neutral, weil sie die Umfragen kennt, weil sie wissen, knapp 80% der Bevölkerung will die Neutralität, will sich heraushalten aus fremden Konflikten, will nicht involviert werden und am Ende dann womöglich die eigenen Männer da auf das Schlachtfeld schicken zu müssen. Unterhöhlt sie aber gleichzeitig durch ihr Handeln. Weil man kann nicht sagen, bedingungslose Solidarität mit einer Kriegspartei wie der Ukraine und gleichzeitig sagen, ich bin neutral oder Verhandlungen verlangen. Das passt nicht zusammen, da macht man die Neutralität zu einem leeren Blatt Papier. Oder ich kann nicht sagen wie Außenminister Schallenberg, wir sind neutral, wir liefern keine Waffen. Gleichzeitig stecken wir aber unser Steuergeld, schicken das nach Brüssel und Brüssel kauft damit Waffen. Dort wird ja das Geld nicht auseinandergeklaubt. Also es wird sehr wohl mit unserem Geld auch Waffen gekauft. Aber ich bin bei Ihnen, dass man debattieren muss, vor allen Dingen bei einer Sicherheitsstrategie der EU, bei einer eigenständig. Ich meine, ich war jetzt überrascht, dass Sie auch gesagt haben, natürlich ist die derzeitige EU-Außenpolitik, die GASP, fast deckungsgleich mit der NATO, weil natürlich auch die großen Länder, Deutschland, Frankreich, Polen und so weiter, zugleich EU-Mitgliedstaaten und NATO-Länder sind. Und gerade hier ist es wichtig, sich hier nicht ganz vereinnahmen zu lassen. Denn was heißt denn das, wenn wir auch bei einer EU-Armee dabei sind? Wir sind dann, wir hängen dann mit. Vorsicht, die gibt's bei Fremden. Nicht. Gibt's nicht. Nein, aber beachten. Sie befürworten es. Ich sage klar, gerade, eine Perspektive. Oder Sie eine Perspektive. Und, oder Sie haben jetzt gesagt, keine NATO-Mitgliedschaft, bin neutral oder NATO-Mitgliedschaft. Sie gehen immer massivst auf uns los, wenn wir uns für die Neutralität einsetzen. Wenn wir sagen, wir müssen uns aus fremden Kriegen heraushalten und nur möglichst konstruktiv sein, dann heißt es, wir vertreten hier die Propaganda einer Seite, nicht in diesem Fall die russische Propaganda. Also wir können sehr gerne über die russische Propaganda und die FPÖ sprechen. Ich glaube, da gibt es eine Latte an Dingen, die ganzen Anträge, die Sie eingebracht haben, Ihren Freundschaftsvertrag, an den möchte ich mich erinnern, auch die Fluchthilfe oder mögliche Fluchthilfe eines Ihrer ehemaligen Abgeordneten rund um den Herrn Masalek. Das ist aber eine eigene Kiste und da sollten wir vielleicht eine eigene Sendung dazu machen, FPÖ-Abhängigkeit. Sie sagen, das Problem, was Sie sagen oder was Sie haben, glaube ich, in Neutralität, Sie drehen und wenden sich es genauso immer, wie Sie wollen. Und das gibt eine Latte an Beispielen auch. Sie nehmen es nämlich dann immer, wenn Sie es brauchen und beschweren sich bei der Bundesregierung, dass sie das macht. Beispielsweise haben wir ja UN-Missionen, wo wir Soldaten entsenden, meistens einzelne Soldaten, hier, um die Zusammenarbeit zu machen. Wir haben im Dezember, Anfang Dezember, eine Entsendung gehabt in den Libanon. Damals hat die FPÖ mitgestimmt. Ihr Wehrsprecher Reifenberger hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, da nicht mitzustimmen, ist total notwendig, trotz des Konflikts, der dort aktuell herrscht, mit Israel, Hisbollah und so weiter. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen die Situation gehabt, dass es eine andere Entsendung gibt. Hier geht es um die Schifffahrt, die sichergestellt werden muss, die Houthi-Rebellen, die angreifen. Da sagen sie dann plötzlich, nein, wir sind neutral und wir mischen uns hier nicht ein und da dürfen wir niemanden entsenden. Und das zeigt auch, dass die FPÖ hier einen Schlangenkurs hat. Vielleicht nicht in der Öffentlichkeit groß, weil das sind kleinere Dinge, die im Hauptausschuss des Parlaments aber beschlossen werden und durchaus eine große internationale Wirkung auch erzielen. Und da sieht man, dass sie eben auch nicht klar sind, wo sie etwas machen oder wo sie es nicht machen. Darf ich vielleicht reingrätschen? Vielleicht nur der Begriffsreinheit halber. Wir müssen natürlich differenzieren, von welcher Neutralität wir sprechen. Es gibt die wirtschaftliche Neutralität, es gibt die politische, es gibt die rechtliche und die militärische. Und wir vermischen das alles sehr gerne. Wir sind wirtschaftlich nicht neutral, wird auch nicht so gefordert, traditionell nicht. Also Sanktionen sind aus Sicht der Neutralität rechtlich kein Problem. Politisch kann man sich positionieren, eindeutig zum Beispiel sagen, wer ist der Aggressor. Da haben zum Beispiel gerade neutrale Staaten, will ich sagen, die Pflicht, aber zumindest denke ich gerade aufgrund ihrer Position, dass sie nicht so direkt drin hängen, durchaus auch eine höhere moralische Verpflichtung, wenn man so will, schon zu sagen, wer ist der Aggressor und wer verteidigt sich. Und dann die wirtschaftliche Neutralität, die militärische zu sagen, man ist nicht Teil von einem Verteidigungsbündnis wie der NATO. Wir reden in Österreich leider sehr oft nur über NATO, ja oder nein, und lassen die anderen Sachen außen vor. Es ist vieles nicht so klar. Was klar ist, ist ja, Neutralität und NATO-Mitgliedschaft verträgt sich nicht. Simpel.
Aber dann gibt es ganz viele Schattierungen und das ist natürlich etwas, was das Thema so emotional macht, weil da heißt es dann, die haben wir verwässert, ausgehöhlt. Ja, weil auch nicht nur wir unsere Neutralität verändert haben, sondern sich die Welt da draußen hat sich verändert. Das älteste Abkommen, das noch immer aber gilt, von 1907, seitdem haben wir den Kellogg-Briand-Pakt, der hat Krieg verboten, die UNO wurde geschaffen, die EU wurde geschaffen mit der Gaspedal. Da hat sich so viel verändert seit 1907 und auch noch dazu, dass wir nicht mehr, wie auch die Schweiz in ihrer ganz langen Geschichte, ich meine, die geht zurück auf den 30-jährigen Krieg, da haben wir uns in Europa die Schädel eingeschlagen. Jetzt sagen wir, stecken wir die Schädel zusammen und überlegen uns, wie wir uns auf dem Weltgeschehen behaupten können, gemeinsam. Also das ist einfach eine ganz andere Ausgangslage. Das heißt, die Neutralität hat sich verändert, weil sich die Welt verändert hat. Und wir können diese Rad der Zeit nicht einfach so zurückdrehen, auch wenn ich würde es auch gern. Also ich hätte auch gern, dass man einfach sagt, wir sind neutral und der Rest der Welt geht uns nichts an, aber er geht uns was an. Wenn Ukrainer hierher flüchten und Ukrainerinnen hierher flüchten, dann merken wir das. Wir merken das, wenn wir auf einmal da den Gashahn haben, der vielleicht abgedreht oder zu ein bisschen gedrosselt wird, das spüren wir. Wir spüren es, wenn sich Truppen verschieben in unsere Richtung. Und wir sind historisch auch mit der Ukraine eng verflochten. Das vergessen wir oft. Aber Lemberg, ganz viele große Österreicher sind, haben einen starken Bezug zu Lemberg, Ludwig von Mises zum Beispiel. Ja, also das ignorieren wir, das eben, weil Sie gesagt haben vorhin, nicht unser Krieg oder nicht hineinziehen lassen. Wir sind schon drin. Wir haben natürlich keine Soldaten. Eine falsche Politik. Nein, wir sind drin, einfach allein schon geografisch. Ich kann jetzt auf meinem Handy einen Flixbus buchen nach Lemberg und ich bin relativ bald dann dort. Das ist einfach sehr nahe, räumlich nahe. Die Menschen kommen hierher. Und das ist etwas, das ist unangenehm. Und ich verstehe, wenn die Menschen Angst haben. Ich habe sie auch. Wir haben sie alle. Ich verstehe das. Aber das kann halt nicht bedeuten, dass ich sage, so, nein, der Rest der Welt ist nicht da. Er ist da. Wir sind keine Insel. Und selbst wenn wir eine wären, dann muss man sich auch als Insel fragen, wer die Nachbarn sind. Und wir haben nun mal eine Nachbarschaft, die nicht mehr so friedlich ist, wie sie es mal gefühlt zumindest war. Und das ist die Realität. Natürlich. Und ich sehe es jetzt schon, ich kriege dann wieder wütende Mails teilweise nach jedem Mal, wenn ich sage, Leute, die Welt hat sich verändert, wir müssen uns damit anfreunden. Weil ich diese Emotion verstehe, aber man kann nicht aus der Emotion heraus schließen, ich mache die Augen zu und wir sind neutral und dann werden alle lieb zu uns sein, weil wir auch lieb zu den anderen sind. Zum Liebsein gehören halt zwei. Gerade aus der Emotion heraus und aus dem Krieg heraus eben auch die Neutralität nicht kübeln, zumindest nicht in Österreich. Will eh niemand. Finnland also keine Sorge, es will niemand. Schweden, Finnland hat sich so entschieden, das wird sich auch weisen, ob sie damit glücklich werden oder ob das ihnen wirklich Sicherheit bringt. Das aber ist will sie niemand kübeln? Aber warum zweifeln Sie daran? Ich steht mir nicht zu, das zu bewerten. Schweden, Finnland ist offensichtlich der Meinung, dass sie jetzt sicherer sind in der NATO. Wissen tut man es ja nicht, das wird sich ja erst weisen. Aber weil Sie sagen, ich wehre mich so entschieden dagegen, das ist die Neutralität, da macht man die Augen zu und man blendet alles aus, das stimmt ja nicht. Kollektiv machen wir das. Wir machen das kollektiv. Also ich beobachte die ganze Welt und die Sicherheitslage und alle Krisen sehr, sehr aufmerksam. Und ich mache mir ein Bild davon, wie wir uns verhalten müssen. Und wenn Sie sagen, wir sind mitten im Krieg drinnen, das ist ja das Alarmierende. Natürlich, weil die EU vom ersten Tag an im Februar 2022 gesagt hat, das ist unser Krieg. Sie hat das herangezogen, zu unserem Krieg gemacht. Und damit eigentlich die EU-Bevölkerung und auch die österreichische Bevölkerung, weil unsere Bundesregierung das mitgetragen hat, in Gefahr gebracht. Das ist verantwortungslos. Frau Fürst, der Krieg in der Ukraine hat ja eine größere Dimension. Das ist ein Krieg von Russland, von einem Aggressor Putin gegen die liberalen europäischen Werte. Und das ist ein Krieg, in dem wir das ist ein Krieg, der schon länger andauert. Ich erinnere daran, dass wahrscheinlich Trollfabriken aus Moskau bzw. St. Petersburg für den Hackerangriff verantwortlich sind, der aufs Außenministerium stattgefunden hat. Wir wissen, dass in Österreich mehrere russische Spione seit Jahrzehnten ihr Unwesen treiben. Wir wissen das. Und das ist nicht ein Konflikt, der uns nichts angeht, so wie Sie das hier zeichnen und sagen, na, ziehen wir uns zurück und nur weil die EU gesagt hat. Nein, wir sind Teil dieser europäischen Wertegemeinschaft. Wir sind Teil dieser liberalen Demokratie. Ja, aber wohin hat denn diese Werte-Außenpolitik der EU jetzt geführt in diesen zwei Jahren? Ja, Wohin haben die Sanktionen hingeführt, wenn sie angegriffen werden, wir haben Waffenlieferungen, das Sterben am Schlachtfeld dauert an. Und das finde ich furchtbar. Ich rede über den Angriff auf unsere liberalen Werte, die dauerhaft stattfinden. Und Sie tun sich jetzt zurücklehnen und sagen, naja, aber da Waffenlieferungen, das sind ganz viele Dimensionen. Niemand hier will
glaube ich oder hoffe ich, dass dieser Krieg weitergeht. Niemand hier. Jeder will Frieden. Daher liefern dafür, wir Waffen da, und reden über Bodentruppen? Dafür, dass wir den Frieden in Europa sichern können, ja, brauchen wir eine starke gemeinsame europäische Perspektive, eine gemeinsame europäische Haltung. Weil wir dürfen nicht zulassen, dass der Aggressor Putin, möglicherweise Kriegsverbrecher oder aus meiner Sicht ein Kriegsverbrecher, dass der damit durchkommt. Das, glaube ich, ist das Falsche, weil das ist der erste Schritt, wo wir die liberalen Werte aufgeben. Und wie weit gehen wir da? So, Herr Jorio hat sich jetzt schon lang gemeldet, bitte. Also ich glaube, man muss sich vor der Illusion hüten, zu meinen, wenn man neutral sei, könne einem die Welt rundherum egal sein. Es ist eine sehr alte Erfahrung. Der Neutrale ist Teil des Krieges. Immer. Und je näher der Krieg da ist, dann der Neutrale spielt auch eine Rolle in diesem ganzen Krieg. Frage ist, welche? Fragt sich, welche. Und wenn er beispielsweise, was jetzt bei uns groß diskutiert wird, die ganze Kriegsmaterialgeschichte wegen der Haager Konvention von 1907 liefern wir gleich beiden nicht, also auch dem Opfer nicht, das hilft dem Täter. Das ist ja das Traurige. Dass wir also auch Maßnahmen treffen, unter dem Namen, unter dem Titel Etikett der Neutralität und letztlich gar nicht neutral sind, sondern einer Partei und in diesem Fall sogar schlimm, dem Täter helfen. Also deshalb muss man sehr wohl eine Lagebeurteilung machen und Fall zu Fall immer entscheiden, was entspricht der internationalen Gerechtigkeit, das gibt es ja auch, was entspricht unseren Werten und was entspricht unserer Sicherheit. Das ist dann der Die UNO-Charta, bitte korrigieren Sie mich, die UNO-Charta sagt ja, den Opfer von Gewaltverbrechen muss man helfen, ja, dürfen, muss man sogar nicht, helfen. Darf das man. Nicht, darf man. Darf was, man was man nicht ja vergessen darf, die Österreich finanziert, ja, ja, Österreich finanziert ja den Krieg Staat aus ja russischer Perspektive. Durch das Gas. Über 10 Milliarden, die wir seit Kriegsbeginn gezahlt haben. Das sind 55.000 Kamikaze-Drohnen aus dem Iran, die man darum kaufen kann. Das sind Menschenleben, die wir finanzieren durch die Gasabhängigkeit. Und deswegen habe ich ja vorher auch gesagt, wir brauchen ein starkes Europa, was unabhängig ist, sowohl was die USA betrifft, als auch was Russland als auch was China betrifft. Umso wichtiger wäre es, hier auch Schritte zu setzen. Ja, aber derzeit lassen wir uns mitten in diesen Krieg mit der Ukraine ein. Und Sie sagen auch, sind Sie auch Vertreter dieser These, Russland muss verlieren. Man legt sich damit einer Atommacht an. Wo führt denn das Ganze hin? Gut, aber muss man nicht sagen, Frau Fürst, muss man nicht trotzdem sagen, es ist ja der Aggressor Putin, der diesen Krieg begonnen hat. Er könnte ihn ja jederzeit selber stoppen. Jetzt haben wir heute auch in der ZIP2 gehört, er ist erneut zum russischen Präsidenten gewählt worden und er wird hier auf keinen Fall nachgeben, schon gar nicht Verhandlungen führen, die darunter liegt, dass eben die Ukraine kapituliert. Ja, aber schauen Sie, wie sind wir denn daher gekommen in diesen 2 Jahren? Es hat geheißen, im März 2022 hat es die Friedensverhandlungen gegeben, man hat sich fast geeinigt. Es besteht der Verdacht, dass der Westen hier gesagt hat, nein, wir liefern Waffen an die Ukraine, kämpft das aus. Es soll hier zu keiner Frieden kommen, aber zu keiner Blockfreiheit. Also dann nennen aber Sie das Moment, aber nachdem es um Neutralität geht... Wir werden das nicht hier lösen. Genau. Nachdem es um Neutralität geht, reden. Nur dass man das Ding ist. Aber dann würden Sie ja damit sagen, dass Österreich auch politisch nicht neutral sein darf. Also neutral sein muss, so. Wir sind verpflichtet und sollten auch eine umfassende Neutralität leben. Aber was heißt das umfassend? Was heißt das, dass wir selbst verteidigungsfähig sind? Das ist richtig. Dass wir die österreichische Bevölkerung aus Konflikten heraushalten, möglichst von nachteiligen Auswirkungen fernhalten. Und dass wir alles, was wir beitragen können, zu einer konstruktiven Lösung eines Konflikts machen. Das heißt nicht, dass wir es können. Ich habe nie den Anspruch, wir haben das Vermögen nicht sozusagen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu lösen. Aber alles, was wir tun könnten, sollten wir machen. Und wenn wir schon der SID sind, einer der UNO-Sitze und der OSZE, müssen wir anbieten und alles, was wir beitragen können. Und die österreichische Bundesregierung sollte auf EU-Ebene einwirken, dass die EU ihr ganzes Gewicht geltend macht und hier auch zu Verhandlungen drängt. Aber Frau Fürst, da hake ich ein. Sie sagen, alles tun, um das zu verhindern. Verstehe ich, gut. Soweit es geht. Ja, dann unterstützen Sie uns. Wir bringen einen Antrag im nächsten Plenum ein und
beenden, die Gaslieferungen von Russland und das Geld aus Österreich nach Russland fliegt. Das führt dazu, dass Russland weniger Mittel hat, nicht genug, wahrscheinlich wird das nicht alleine helfen, aber das wäre ein kleiner Schritt. Sie haben gerade gesagt, welche Schritte wir setzen können, um den Konflikt zu lösen. Und dann sage ich, ja, 10 Milliarden weniger an Putin sind ein erster Schritt. Sie glauben das ist etwas, was wir machen können. Dass Putin den Krieg jetzt finanziert mit unseren, mit dem, was er kriegt, aus unseren teilweise, Gaslieferungen? Teilweise natürlich. Sie haben gesagt, wir müssen alles tun. Dann tun wir das. Wir müssen alles tun, um die österreichischen Interessen zu vertreten. Ja, das muss doch Friede sein. Ich bin nicht dafür, die Energiesituation hier zu verschlechtern und dass die Österreicher das Vielfache für die Energie zahlen und dass wir eine unsichere Energiesituation haben. Und nur ein auch Punkt. Nicht der Fall, die es das hat schon vor zwei Jahren und beim ersten Jahrestag leider und jetzt den zweiten Jahrestag, den wir begehen mussten im Krieg, geheißen, die Ukraine muss mit Waffen so unterstützt werden, damit ihre Verhandlungsposition gestärkt wird gegenüber Putin, damit man hier zu einem ordentlichen Ergebnis kommt. Wo sind wir denn jetzt nach zwei Jahren? Die Verhandlungsposition der Ukraine war im März 2022 viel, viel besser. Ohne Gebietsverluste hätte es da vielleicht nur abgegangen. Das ist die Frage. Vielleicht noch das der wissen wir Verzicht nicht. Wenn die Ukraine überrollt worden wäre, jetzt ist es schlechter denn je. Wir Politiker, dass ich Ihnen reinrede. Ich habe eine Grafik, die vielleicht trotzdem jetzt gerade dazwischen auch passt und auch einmal erwähnt wurde, um wieder etwas Ruhe in die Diskussion zu bringen. Wie stehen die Österreicher und Österreicherinnen zur Neutralität? Das Magazin Pragmaticus hat dazu bei Unique Research eine Umfrage im Jänner veröffentlicht. Das ist die aktuellste, die wir haben. Demnach sind 78% der Österreicher dafür, die Neutralität beizubehalten. 15% sind dafür, sie durch ein neues Sicherheitskonzept zu ersetzen. In derselben Umfrage sagen jedoch 51%, die Neutralität sei ausgehöhlt, ein Begriff, den wir heute schon einige Male gehört haben. Und nur 40% sagen, Österreich sei neutral. Die Zahlen sind übrigens gerundet. Die Werte sind nicht so ganz unähnlich. Ich glaube, der Zuspruch in der Schweiz ist ja noch einmal stärker. Aber ist das ein Widerspruch? Nein, hängt natürlich ein bisschen von der Frage ab, die man stellt. Und auch wenn Sie 80 und 90% Zustimmung zur Neutralität haben, weiß man immer noch nicht, was für eine Neutralität. Und wenn man dann eine zweite, das sind sehr simple Fragen hier, und wenn man dann eine zweite Runde startet, dann sieht man, dass da sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen über Neutralität herrschen. Deshalb sagen eigentlich solche Zahlen nicht viel. Und ausgehöhlt, ja, in welche Beziehung ausgehöhlt? Aber ich möchte noch anschließen an die Verhandlungen. Wir müssen verhandeln, verhandeln, das hören wir jetzt seit zwei Jahren. Sie wissen ja, dass seit etwa zwei Monaten ein Friedensprozess im Gang gesetzt wurde, wurde von Ukraine aus inszeniert und unser Außenminister trägt das. Ja, was nützt das, wenn er jetzt schon auf der anderen Seite, der zweite Partner, also der Gegner, Russland sagt, wir verhandeln nicht. Verhandeln, da können Sie noch 100-mal sagen, wir wollen jetzt verhandeln. Es braucht immer zwei für Frieden. Ich habe eine Antwort auf Ihre Frage. Wie bringt man die zusammen, wenn sie nicht wollen? Da können Sie alle Verhandlungen. Kann man alle schon bei Umfragen sind. Ich habe auch eine mitgenommen vom Bundesministerium für Landesverteidigung, vom Market-Institut. Österreich sollte eine aktivere Rolle in der EU spielen. 49% Zustimmung, während nur 17% das ablehnen, zum Beispiel. Ja, also, das ist ja dann, wenn man dann in die Tiefe geht, neutral bleiben, sind wir wieder bei den 74%. Aber dann wiederum, dann sagt man wieder, die EU sollte eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben, sagen 55% ja, nur 16% nein. Also wir sind uns ja auch, wenn es dann ins Detail geht, ein wenig kann ich auch gerne geben, nicht, dass Herr Kurz hat das ja auch mal so hinterfragt, ob das denn stimmt. Also das ist auf der Website vom Verteidigungsministerium. Ist mir schon klar, die Österreicher wollen die Neutralität, sie sehen es aber als ausgehöhlt. Und wie sehen wir? Die Frage ist, wie wir sie leben. Unser Außenminister war heute in der Pressestunde und da hat unter anderem gesagt, es sollte eine engere Kooperation mit der NATO geben. Was bedeutet das? Wir sind ja schon seit den 90ern bei der NATO-Partnerschaft für den Frieden dabei. Übrigens, ja. Genau. Aber was würde das bedeuten, eine engere
außer dieser NATO. Ja, das ist das Schlagwort Interoperabilität, dass man sagt, man ist jetzt nicht Teil der NATO, weil NATO ist so das Prinzip, wenn ein Staat, das ist ja der Schlüssel eines Verteidigungsbündnisses, wenn ein Staat angegriffen wird, ist es so, als würde man alle Staaten angreifen. Das ist ein positives Gang-Prinzip. Ein Gang-Mitglied wird angegriffen, alle sind angegriffen, man hat es mit der ganzen Gang zu tun. Positiv, warum? Weil die NATO ist natürlich ein Verteidigungsbündnis und jetzt keine Gang. Aber das Prinzip dahinter ist, einer, wenn du einen angreifst, greifst du alle an. Jetzt ist es so, wenn man sagt, zusammenarbeiten, ist das nicht, dass man beitritt, weil das wollen die Österreicher nicht. Wie Sie ja sagen, wie man in allen Umfragen sieht, seit ich weiß nicht wann, aber es heißt, dass man trotzdem, weil die Gefahrenlage sich geändert hat und der konventionelle Angriff so schwerwiegend ist, dass man sagt, als kleines Land kann man das allein gar nicht. Das hat auch in der Schweiz mittlerweile Einklang gefunden. Man sagt, wir sind vielleicht stark, wehrhaft, was auch immer, und haben mehr Kampfflugzeuge und haben mehr Panzer und dergleichen als Österreich. Aber wir sind nicht in der Lage, gegen gewisse Bedrohungen alleine vorzugehen. Das heißt, man schaut, dass man zur Not gemeinsam kämpfen kann, aber, und das ist eben wegen der Neutralität, nicht muss. Und weil Sie eben gesagt haben, aushöhlen und dergleichen, die Verteidigungsministerin hat ja letztens auch in einem Interview mit dem Falter gesagt, sie würde anderen Ländern, dürfte Österreich militärisch nicht beistehen. Wir dürften schon, aber wir wollen nicht, weil eben die Solidarität, das ist so ein Schlagwort, das ich heute eigentlich nicht sagen wollte, weil es halt so phrasenhaft ist, aber wir sind da drinnen. Wir sind drinnen. Wenn was anderes passiert, auch wenn es gefühlt weit weg ist, hat das Auswirkungen auf uns wirtschaftlich, humanitär und deswegen auch dieser Krieg. Obwohl die Ukraine nicht in der EU ist, ich höre auf den Straßen ukrainisch. Und das ist nicht, weil diese Leute alle Urlaub machen, sondern weil diese Leute vertrieben worden sind. Ja. Und unserer humanitären Aufgabe nachkommen. Ja, als neutraler Staat kann man das besonders gut. Ja. Und das ist wichtig. Sie haben ja eingangs gesagt, Herr Jorio, dass eben es wichtig ist für Kleinstaaten, wenn sie die Neutralität behalten wollen, dass man eben mit den Nachbarn kooperieren muss. Auch die Frage an Sie, was könnte das bedeuten konkret? Also als Historiker bringe ich natürlich Beispiele, historische Beispiele. Die Schweiz hat im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, die Armee, also die Armeespitze, hat mit den Nachbarn verhandelt und bereits sogenannte Punktationen abgeschlossen, also Vorverträge. Was machen wir, wenn angegriffen wird? Man hat auch Maßnahmen getroffen, man hat sogar Artilleriestellungen verpflockt. Also man bereitet sich auf eine mögliche Zusammenarbeit von zwei Armeen vor und kommuniziert das dem anderen und sagt, wenn du also angreifst, dann werden wir uns mit dem Gegner, mit deinem Gegner zusammentun. Das war im Ersten Weltkrieg ganz wichtig. Die 200.000 Mann gingen dann nicht auf die Seite der Deutschen oder der Franzosen, sondern die blieben dann eben neutral. Und also die Kosten nach oben. Die Kosten nach oben. Wir werden uns vielleicht natürlich nicht erfolgreich verteidigen können, aber wenn es passiert, dann zahlt sie ja Länge mal Breite. Genau, und dann überlegt ihr euch zweimal, ob ihr angreifen wollt. Und wenn man quasi nicht gemeinsam zusammenarbeitet, jetzt habe ich sie unterbrochen, es tut mir sehr leid. Wenn man nicht gemeinsam zusammenarbeitet, dann sind die Kosten niedrig und sagt man, oh, das ist ja eine gute Gelegenheit. Eine in die Burg. Es geht also darum, dass ein neutraler Staat eben diese Kosten hochtreibt, indem er erstens selber stark ist und da reichen diese 0, wie viel ist? 0,7. 0,7 und 0,9, Schweiz auch nicht. Also das muss hoch. Wobei es ist nur eine Frage des Geldes, es ist auch eine Frage der Leute. Man braucht auch die Leute. Und wenn man natürlich wie in der Schweiz praktisch Zivildienst hat, wo die Leute freiwillig Dienst leisten oder nicht Dienst leisten, dann geht das nicht. Also das muss man machen und natürlich halt eben kooperieren heißt, mit den Nachbarn schon absprechen, was machen wir, wenn diese und diese Situation eintritt. Und das üben. Mindestens auf Stufe Luftwaffe. Hat Österreich eine Luftwaffe? Ja. Also die muss nicht so stark, weiß ich. Vor allem auf Stabsstufe. Wenn Sie gerade mal fliegen. Auf Stabsstufe muss das, also auf Luftwaffe, also Armeestufen muss das sicher geübt werden. Europa-Armee, also Martin Sellmayr, der ehemalige Sprecher der EU-Kommission in Österreich, hat gesagt, die EU-Armee ist die NATO. Ist die EU-Armee, über die die NEOS sprechen, nicht ein Luftschloss? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir europäisch stark zusammenarbeiten, wie ich es vorher schon gesagt habe. Es geht darum, dass wir Europäer auch Unabhängigkeit signalisieren können. Und dementsprechend ist es, glaube ich, durchaus notwendig. Zum Thema gemeinsam üben, grenzübergreifend zusammenarbeiten, das ist ja ein erster Schritt. Da, glaube ich, ist viel, viel mehr möglich. Es gibt ja durchaus Projekte innerhalb der Europäischen Union. Es gibt aber auch mit der Schweiz beispielsweise Nacheileabkommen, wo es um den Luftraum wiederum geht, der
also teilweise dann über, gemeinsam überwacht werden kann. Ich glaube nur, das ist noch zu wenig. Gerade Luftraum ist etwas sehr kostenintensives, wie wir alle wissen, und ist etwas, was sich sehr gut eignen würde, das auch gemeinsam zu machen. Ja, genau. Da liegt wahnsinnig viel drinnen. Wir sehen auch jetzt gerade im Ukraine-Konflikt, wie wichtig eine Luftraumüberwachung, eine gemeinsame ist. Ich glaube, dass es da durchaus was gäbe. Benelux-Staaten beispielsweise überwachen ihren Luftraum gemeinsam, haben sich hier über Abkommen gebunden. Das ist, glaube ich, durchaus etwas, was wir forcieren sollten, gesamteuropäisch zu denken. Das, glaube ich, wäre durchaus ein sinnvoller Schritt zum Beispiel, um in diese Richtung europäischer Armee zu kommen. Wie gesagt, das ist eine Perspektive und eine Vision ist. Aber ich glaube, man muss schon ehrlich sein dann bei der zur Bevölkerung, wenn man über so eine Weiterentwicklung in der Sicherheitspolitik redet. Und wenn Sie da sagen, die EU-Armee muss selbstständig sein und unabhängig von der NATO, aber das ist ja vollkommen unrealistisch, eben weil so viele EU-Mitglieder und gerade die großen dominierenden EU-Mitglieder gleichzeitig NATO-Länder sind. Und man hat ja jetzt auch gesehen beim Kurs der EU-Kommission gegenüber dem Krieg Russland-Ukraine, dass man hier vollkommen die westliche, die USA-Position übernommen hat. Also, und das heißt wiederum, dass das dann EU-Armee und NATO quasi identisch heißt wiederum, dass wir dann in allen Konflikten drin hängen. Mitgehangen ist dann mitgefangen. Frau Fürst, das stimmt. Und das dann auch Soldaten aus Österreich. Der letzte Anwendungsfall der Neutralität war woanders Irak, da sind wir und in einem NATO-Fall dann. Also ich glaube nicht, dass das so sein muss. Sie können natürlich jetzt schon den Deutschland die Wand malen. Ich glaube, dass wenn man eine gemeinsame Perspektive entwickelt und gemeinsam hier enger zusammenarbeitet, dann hat man natürlich auch gemeinsam einen stärkeren Einfluss. Und dadurch ist es vielleicht dann auch so, dass wir endlich einmal sicherheitspolitisch autark sind. Ja, was wir de facto das wollen wir als Europa noch nie waren seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren immer abhängig. Und genau das können wir nur schaffen, wenn wir enger zusammenkommen und uns als Europa mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Nein, ich glaube nicht, dass die FPÖ mit einer gemeinsamen Stimme sprechen will. Das habe ich noch nie gehört. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die FPÖ... Ich glaube, dass die FPÖ... Und außerdem bei der eigenen Sicherheitsstrategie... Aber sie wollen unabhängig von den USA sicherheitspolitisch werden. Und ich glaube, das wollen wir alle. Unabhängig von allen Mächten, natürlich. Eine eigenständige EU-Sicherheit, natürlich. Welche ist eine andere Frage? Ja, die eines kann man auf jeden Fall, wir können einen Konsens am Ende etablieren. Eines kann man am Schluss der Diskussion auf jeden Fall feststellen, eine NATO-kompatible Neutralität gibt es nicht. Also man kann hier Verschiedenes diskutieren. Das gibt es nicht. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie in Memoriam Teddy Podgorski, der Teddy, eine Fernsehlegende. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.